Wir haben beim letzten Mal noch, das war ganz knapp, den Gladian noch auf 26 gekriegt, den Dragoon auf 50. Und ja, eigentlich müsste ich den Gärtner noch hochziehen. Aber ja. So, wir brauchen mit ihm auf jeden Fall noch 4 Level, um die Hauptquest weitermachen zu können. Also rein theoretisch 5, aber wir haben jetzt hier auch ganz viele Nebenquests, die wir noch machen können. Mit denen ich am besten einmal anfange. Okay. Brauche ich nicht hinschreiben, weil ist keiner da. Und Wolfbau, Hallöchen. Wunderschönen guten Abend. Ahoi, Brause. Wie geht's? Ich hoffe, du hattest einen wunderschönen Mittwoch. So. Lesen. Oh. Muss, muss. Ja. Nun hoffe ich, aber wenigstens etwas angenehm. Hoffe, du konntest dich jetzt noch ein bisschen entspannen. So. Also, so als kurze Info: Es ist ein. Es ist ein Zweitschar. Für die, die jetzt neu sind. Wir spielen jetzt unseren Zweitschar, weil. Den anderen spiele ich ja nicht mehr, weil. Privater Schar mittlerweile geworden. Serverwechsel und was weiß ich. Und ja. Deswegen spielen wir jetzt den hier. Also, ich bin tatsächlich kein kompletter Noob mehr. In manchen Dingen vielleicht schon noch, ja, aber. Ne? Wir kümmern uns heute so ein bisschen um Nebenquests und ich hoffe, dass wir den auch auf 30 kriegen. Ich könnte jetzt auch die Stufensteigerung machen mit dem. Aber dann wird das mit den Nebenquests wahrscheinlich wieder nichts. Wobei doch, ich könnte den Ohrring weg machen. Wenn ich den Ohrring wegmache, würde es vielleicht gehen. Und kein Buffhut. Aber mal gucken. Grüß dich, Abenteurerin. Ich habe gesehen, wie du meinen Kameraden zur Hand gegangen bist. Ehrlich gesagt, könnte ich selbst auch etwas Hilfe gebrauchen. Man hat mich um die Herstellung eines Gengifts gebeten, für das ich Peistegalle benötige. Mein Problem, der Saft wird nur von den äußerst aggressiven und widerspenstigen Steinhautpeist produziert. Und deren Haut ist, naja, wie der Name schon sagt. Allerdings gibt es eine Lösung. Der Inhalt dieser Flasche Ameisenlöwensäure weicht die Haut der Peiste auf. Wenn man nah genug rankommt, um ihn drauf zu sprenkeln, heißt es. Das Einzige, was ich versprenkeln würde, wäre wahrscheinlich mein eigenes Blut. Aber so fabelhaft, wie du dich hier bisher geschlagen hast, dürfte es für dich doch sicher kein Problem sein, oder? Ich wäre dir jedenfalls unendlich dankbar, wenn du mir den geilen Saft besorgen könntest. Es stört mich auch nicht weiter, dass du keine von uns bist. Wer mir Peistegalle besorgt, kann sich eines oberen Platzes auf der Liste meiner besten Freunde sicher sein. Viel Glück, meine Liebe. Spielst du auch Final Fantasy Wolfboy? Oder bist du nur an FF interessiert, oder? Ich frage immer gerne. Du musst auch nicht antworten, also es ist keiner gewöhnlich zu antworten. Bin nun immer neugierig. Mistbeschmutzer. Das klingt auch wieder nach irgendwas Tötungsmäßigem. Ich wende mich in dieser Angelegenheit nur ungern an einen Außenstehenden. Aber mir selbst sind aus gewissen Gründen leider die Hände gebunden. Sagt dir der Name Leichenbrigade was? Er wird von einer räuberischen Bande benutzt, die in dieser Gegend ihr Unwesen treibt. Ob Raub, Mord oder der Handel mit verbotenen Substanzen. Die Leichenbrigade hat ihre dreckigen Finger bei so gut wie allem im Spiel, was hier im südlichen Tannerland falsch läuft. Nun erzählt man sich, die Taugenichtse hätten sich nordöstlich unserer Siedlung niedergelassen. Wir haben so schon genug zu kämpfen. Da können wir diese Verbrecher ganz sicher nicht gebrauchen. Könntest du ihnen nachdrücklich beibringen, dass sie hier nicht erwünscht sind? Als Abenteurerin fällt dir da so doch sicher was ein, oder? Maybe. Irgendwie ist der Sound aber schon wieder mega leise. Ja gut, ich habe ihn noch runtergedreht, scheinbar. Ich den echt so leise gedreht? Passt.
Hihira. Müsste doch wieder die Tochter von dem Fuzzi da gewesen sein, ne? Wenn ich mich recht entsinne. Du fragst dich sicher, warum ich von allen Orten Talans ausgerechnet nach Klein Alamigo gezogen bin, was? Nun, die Antwort ist einfach. Viele der Bewohner hier sind krank. Doch Medizin gibt es kaum. Ich würde ihnen gern helfen. Aber obwohl ich in guter Absicht kam, hat man mich als Fremde beschimpft und abgewiesen. Nun, jetzt sind wir schon zu zweit, was? Vielleicht gewöhnen sich ja, sie sich ja langsam an unsere Gesellschaft. Was meinst du? Möchtest du einmal versuchen, die Medizin an die Kranken zu verteilen? Ich habe sie extra von den Alchemisten in Oda anfertigen lassen und bin mir sicher, dass sie ausgezeichnet wirken wird. Oh Gott. Okay. Wir haben auch noch Klassenquest. Damit warte ich aber, bis wir bei 30 sind. Oh, diese Schmerzen. Zeig endlich Gnade, Reiger. Ja, Tonikum. Du hast Medizin für mich? Ha, sicherlich der gleiche Dreck, den dieses Mädchen aus Hohenbrook mir neulich unterjubeln wollte. Behalte sein irdisches Gift für dich. Dann nicht, dann brauchst du es auch nicht. Ja. Also, um kurz zu erklären, was wir hier machen. Also, ich habe hier tatsächlich vor, ich glaube, wir spielen den jetzt knapp einen Monat in Char. Mir halt nur in Char erstellt. Und wollte halt meine Stream- und meine Privatchars voneinander trennen. Beziehungsweise habe ich auf Light, beziehungsweise Shiva, private Gilde. Und da die meisten nicht wollten, oder weil viele dann gesagt haben, nee, sie wollen nicht in die Gilde, wo man halt live ist und streamt, habe ich dann halt gesagt, gut, okay, dann halt das eine vom anderen. Und aus anderen privaten Gründen habe ich dann halt gesagt, gut, okay, dann gehe ich halt komplett auf Chaos, mache da halt meinen Spaß, stream, weil ich möchte halt von jedem Volk, männlich wie weiblich, haben. Ja, ich weiß, Mammutprojekt. Ja, muss man nicht verstehen. Gibt Phantasia. Ich bin geizig, will keine Phantasia ausgeben. Also mache ich das so auf dem Wege. Und ja. Jetzt will ich halt, bevor wir in Heavensward sind, alle Realm Reborn-Klassen auf 50 ziehen. Genauso wie alle Sammler und Crafter. Das dann halt immer so peu à peu machen. So spielen, wie ich eigentlich das allererste Mal spielen wollte. So im Proben. Und ich lese halt alle Texte. So als Kurzform für die, die. Wo ist es? Meine Brust. Ich kriege kaum Luft. Hier, Tonikum. Medizin von den irdischen Alchemisten. Willst du mich umbringen? Ich glaube, da brauche ich nicht viel. Was willst du hier, Fremde? Dich am Todeskampf eines Megiden erfreuen? Dein falsches Mitleid kannst du dir sparen. Ich werde dir ganz sicher nicht den Gefallen tun, dein Gewissen zu beruhigen. Au. Autsch. Okay, so. Dann, wo müssen wir hin? Okay. Dann gehen wir erstmal nach da hinten. Das Einzige, was ich dann nicht machen werde, bis wir in Heavensward sind, sind die ganzen Reliktwaffen und sowas. Das werde ich dann natürlich nicht machen. Rüstung und so weiter erfarmen aus Kristallturm und sowas. Also Bier, was ich toll. Oder Glem, was ich toll finde. Das werde ich auch nebenbei immer machen. Weiß noch nicht, ob das alles so klappt, wie ich mir das vorstelle. Aber das werde ich dann sehen. Erstmal sind wir halt dabei, die Klassen hochzuziehen. Und sind jetzt gerade bei Story Quest Level. Als ich irgendwo.
glaube, ich habe sie noch gar nicht angenommen. Was ist das denn für ein süßes Pummelding, auf dem du geritten bist? Ach, meinst du die dicke Katze? Ich glaube, es war die dicke Katze, oder? Kann ich dir gleich nochmal zeigen. Meinst du das Ding? Das Ding hier? Das ist die dicke Katze. Oder fette Katze? Das gibt's auch als Pet. Und als Outfit. Es ist so knuffig, ja, ne? Oh mein Gott, das ist halt echt einfach nur knuffig. Ja. Es ist so süß. Mein Lieblingsmount. Und das erste Mount, was ich mir je gekauft habe. Da hat meine Shopping-Sucht bei Square angefangen. Ohne Witz, das Tier hier gibt es halt auch als Plüschtier in echt. Und das hätte ich so gerne. Ich hätte so gern dieses Viech als Kuscheltier. Ich würde das so gern haben. Kostet aber, glaube ich, 30 Tacken oder so. Also, ja. Versuch sowas zu züchten. Und das 3 Wochen alte Mochi wollte trotz fähig laufen. Warum nur? Warum nur, warum nur? Wie soll man das machen? Jetzt. Ob man Schokobo gleich tot ist? Da ist es von uns gegangen. Okay. Dann hätten wir das. Können wir jetzt die Quest abgeben. Nein, lass mich. Bin ich. Weil wir müssen hier noch ein paar Quests hier nachholen. Du hast einen Trupp dieser lausigen Banditen aufgetrieben. Ausgezeichnete Arbeit, aber Abenteuerin. Sie sind eine Schande für uns Megiden. Es ist dir doch sicher aufgefallen, oder? Die Mitglieder der Leichenbrigade stammen allesamt aus Alamigo. Wenn du wüsstest, aber lass unsere Sorgen mal unsere Sorgen sein. Jedenfalls vielen Dank für deine Hilfe. Wenn dir diese Verbrecher ungestraft walten lassen, wirft das auch ein schlechtes Licht auf Klein Alamigo. Und das würde uns gerade noch fehlen, da wir schon so kaum Unterstützung erhalten. Hey, Abenteuerin, konntest du besorgen, was ich dich gebeten habe? Jupp. Na recht schönen Dank. Jetzt können wir es diesen Leichenbriganten endlich heimzahlen. Oh, das hatte ich dir noch gar nicht erklärt, oder? Die hinterhältigen Schweine von der Leichenbrigade tränken ihre Pfeile und Waffen in Gift, mit dem sie schon einige von uns über den Silbertränensee geschickt haben. Wenn wir das Gegengift präventiv einnehmen, sind wir zumindest diese Sorgen los. Ich werde sofort mit dieser Zubereitung des Serums beginnen. Du hast uns einen großen Dienst erwiesen, Abenteurerin. Mhm. Jetzt brauche ich alles nicht. Das Gegengift konnte ich dank dir fertigstellen. Du warst mir wirklich eine große Hilfe. Dürfte ich dich vielleicht noch um etwas bitten? Auch diesmal geht es in gewisser Weise um ein gesundheitliches Problem. Lehmfliegen verbreiten um Klein Alamigo nämlich zahlreiche Krankheiten. Die sind nicht unser einziges Problem. Eine Mutation dieser Fliegen, siechende Fleischfliegen, ach du Scheiße, hat ein äußerst aggressives Gift entwickelt, das in wenigen Augenblicken töten kann. Die Biester sind zudem gerissen und wissen sich gut zu verstecken.
Meistens in den Kadavern von Tieren. Aber glücklicherweise kenne ich einen Trick. Wenn man etwas Kaktusschnaps auf einen Kadaver träufelt, schwirren die Fleischfliegen im Nu hervor. Den stechenden Geruch des Alkohols mögen sie nämlich überhaupt nicht. Die Fliegen dürfen auf keinen Fall unterschätzt werden. Wenn sich ihre Krankheitserreger weiter so stark verbreiten, liegt bald ganz klein Alamigo flach. Und dann gibt es nicht nur Fliegenschwärme, die sich mit Genuss auf unsere wehrlosen Körper stürzen werden. Ja. Ich wollte gerade fragen, wessen Pet ist das, aber das ist ja meins. Verstehe, du hattest also auch nicht mehr Glück als ich. Es bleibt mir wohl nichts, als weiterhin meinen guten Willen zu demonstrieren. Irgendwann werden sie mich ganz bestimmt akzeptieren. Noch mehr Tränke. Weiß doch alles gar nicht. Ich habe nochmal nachgedacht. Vielleicht liegt es gar nicht an mir, sondern an der Medizin selbst, dass die Leute sie nicht annehmen wollen. Schließlich haben die meisten hier keine guten Erfahrungen in Ulda gemacht. Das wird nicht gerade helfen, ihnen die Medizin schmackhaft zu machen. Vielleicht hat der alte Alfan eine Idee. Er war der Einzige, der meine Medizin zu sich genommen hat. Könntest du ihn vielleicht mal fragen? Wir machen aber erstmal das, was außerhalb ist. Denn das dauert, glaube ich, länger. Sobald wir in dem Gebiet hier die Quest fertig haben, gehe ich einmal in die Stufensteigerung. Wahrscheinlich. Eventuell. Und werde fix die letzten Level machen. Den Rest kann ich dann mit den anderen Klassen durchquesten. Wir haben danach ja noch Marodeur, Fosskipper, Schurke, Dramaturg und Hermetiker. Gut und Gelehrter. Warte, es dauert doch, Kitty! Du brauchst jetzt nicht sofort ankommen. Ich brauche noch ein bisschen. Es dauert bestimmt nur eine Stunde. Glaube ich. Ich weiß nicht, wie viele Quests hier noch nachfolgen. Na gut, eine Stunde vielleicht nicht unbedingt, aber es dauert noch ein bisschen. Huch, das war die falsche Taste. Die war falsch, Taste. Die war nie richtig. Ja. 3 von 4 Leben fliegen. Ja, ich weiß. Aber ich hatte vorher gefragt, Kitty. Ich hatte vorher gefragt. Dann noch. Das war in den letzten Minuten. Das war die letzte halbe Stunde. Ich habe selbst nicht mehr damit gerechnet, dass ich noch in eine Stufensteigerung gehe. Ich dachte, es passt perfekt. Ich dachte, ich komme drum herum. Dann Stufensteigerung und ich habe vorher noch gefragt. 10 oder 15 Minuten habe ich noch gewartet. Und da kann. Von niemandem was kam, dachte ich, okay, wahrscheinlich hast du gerade keine Zeit oder bist eingeschlafen oder sonst irgendwas. Ich habe extra noch gefragt.
Deswegen wusste das nicht. Ich hatte auch nicht noch mein ins Discord geguckt. Ich dachte, ach, du bist bestimmt eingeschlafen. Und dann wollte ich dich nicht wieder wecken. Ich weck dich doch zurzeit immer. Ungewollt. Weil ich denke, du bist online. Deswegen dachte ich, nee, das mache ich diesmal nicht. Hat mich doch selbst geärgert, dass ich drin bin. Also, dass ich noch eine Stufensteigerung machen musste. Ich glaub's gar nicht, wie sehr mich das geärgert hat. Und da kamen auch noch Kupferglocken, Mina. Ist ja sowieso schon nicht meine Lieblingsinstanz. Aber heute kannst du sicher sein, dass ich noch eine Stufensteigerung mache. Schau, für die springe ich auch aus dem Körbchen. Nein, das will ich ja nicht. Auch große Kater brauchen ihren Schlaf. Oder etwa nichts. Du hast den Fliegenschwärmen den Chaos gemacht. Das ist, danke. Tut mir leid, ich würde jetzt gerne große Loblieder auf dich singen. Aber wir Megiten haben es nicht so mit emotionalen Ausbrüchen. Nimm es mir bitte nicht übel. Jedenfalls bin ich dir wirklich sehr dankbar und freue mich, eine hilfsbereite Abenteurerin wie dich getroffen zu haben. Reiger hat mich anscheinend doch noch nicht aufgegeben. Wir nehmen das hier. Ich krieg ständig diesen Gockel. Sag mal. Das Spiel will mir irgendwas sagen. Vielleicht brauche ich aber bei Notfällen oder Instanz darf er mich wecken. Ja, aber nein. Alphan? Ja, da bin ich, mein Mädchen. Was kann ich für dich tun? Hihira schickt dich, sagst du? Sie ist ein aufrechtes Kind. Das steht außer Frage. Von ihrer Sorte gab es auch in Ulda ein paar. Doch die meisten meiner Landsleute hatten nicht das Glück, ihnen über den Weg zu laufen. Stattdessen wurden sie von den Uldanern ausgenommen und dann mit einem Tritt vor die Stadttore gesetzt. Ihren Gräuel darf man ihnen nicht verübeln. Aber du bist bestimmt wegen der Medizin hier, nicht wahr? Nur, warum versuchst du es nicht mal mit einem Fiebermittel? Nach alten magischen Rezept, zerreibe einfach einige Kaktusknospen und fertige einen Tee daraus. Fiebertee aus Kaktusknospen hat in Alamigo Tradition. Den würden euch die Leute nicht abschlagen, da bin ich mir sicher. Das heißt, ich muss jetzt Kaktoren töten. Kaktoren. Wie viele Punkte haben wir mittlerweile? 9.531. Das wird toll, wenn ich dann noch mit den anderen Klassen, also mit den anderen Rassen, Völkern das hier mache. Das wird schön. Diesmal werde ich aber auch keine vorzeitig erstellen, tatsächlich. Die werde ich dann alle mit euch erstellen. Dann werden wir die nächsten machen. Hi. Wie ist eigentlich mit meinem Schokoboss? Okay.
Jack Frost. Aus Kaktusknospen kann man einen fiebersenkenden Tee zubereiten. Das habe ich nicht gewusst. Ich werde mich bei Alfan für diesen wertvollen Rat bedanken müssen. Aber jetzt sollten wir uns erst einmal um die Zubereitung des Tees kümmern. So, schau. Ja. Man weiß ja nie. Ich habe vorhin eine Katze gehört. Ich traue dem Frieden nicht. Also gut, die Knospen zerreiben, alles gut mischen und fertig. Kannst du mir noch einmal beim Verteilen helfen? Diesmal haben wir bestimmt mehr Glück. Ja, der hier kam von mir, wo stehe ich nur? Ja, ich habe mir gedacht, dass der von dir kam. Ich kann nicht wissen, wo du stehst. Stehst du in irgendeiner Ecke und denkst dir, na, man sieht sie mich. Problem ist, ich kann halt nicht fliegen. Ich kann halt nicht gucken, wo du bist. Hab dich leider auch. Du bist leider nicht mit deinem Lala online. Lande, wirst du lästig. Ich sag's doch, dass ich dieses Gift aus Ulda nicht will. Gib den Tipp, ich bin draußen. Also gerade sehe ich dich nicht. Okay. Mhm. Du bringst Migischen Fiebertee von Hihira. Da werde ich mich wohl bei ihr bedanken müssen. Da oben! Du Schuft! Ich seh dich! Ich liebe dieses Outfit einfach. Ich finde, das passt richtig gut zu ihr. Wobei das ja auch. Gut, da sieht man nicht viel. Dauerkater. Ja. Jo, dann machen wir kurz die Quest weiter. Wahrscheinlich. Wenn danach nicht noch eine Quest kommt, dann gibt's sogar gleich Anytime. Danke, Masuna. Aber dafür nehme ich den Kirschsaft. Er postet auf die Spinne. Alter, Masuna. Nein. Nicht auf die Spinne. Auf dich, aber nicht auf die Spinne. Die Alchemisten können ihre Giftbrühe behalten. Das habe ich ihr doch gesagt. Jop. Wie kommt deine Udanerin an diesen Tee? Diese wohltuende Aroma. Richte dir bitte meinen aufrichtigsten Dank aus. Ich bin doch auch manchmal. Ja, aber du bist keine Spinne. Du hast keine 8 Beine und zigtausende von Augen. Du kannst es noch so sehr versuchen. Uldische Hilfe nehme ich nicht an. Für Heizabschneider, das seid ihr gar nicht so übel. Das Rezept habt ihr sicher von Alfan, was? Dann will ich dem Alten mal den Gefallen tun und diesen Tee trinken. Augen und Ohren habe ich überall. Nein, und bitte klebt ihr nicht noch mehr an. Bitte. Bitte. Einfach nein. Ist so schon. Nee, einfach nein. Was sagst du? Alle haben den Tee getrunken? Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie glücklich ich bin. Vielen Dank für deine Hilfe. Okay. Oh.
33 und ich habe zweimal WS bekommen. Oh mein Gott. Ich habe zwei WS bekommen. Wieso sieht denn jetzt aus? Gott, bin ich hässlich. Ich bin hässlich wie die Nacht. Und Kitty, wie habe ich mich jetzt tank gemacht? In dieser super schweren Inni. Hust, hust. Klassenquest. Das sind 4 Quests, glaube ich, bis Gladiator, ne? Wie spät haben wir es? 22 Uhr. Ich komme nicht vor 2 Uhr ins Bett. Das ist jetzt hier, wie du es magst. Ich will in den 50ern, 50, 50, das dauert noch. Das dauert noch. Also ich weiß, dass ich mir zum Beispiel Goldklamm erst freischalte, wenn ich die Tanks auf 90 habe. Weil ich vorher nicht mehr in die Stufensteigerung sonst gehe. Also alle Innis, außer halt Story-Innis, in denen ich mich niemals trauen würde zu tanken, schalte ich erst am Ende frei. Auch wenn mein innerer Monk sagen wird, da ist noch was offen, ich muss meinen inneren Monk zurückhalten. Ausnahmsweise mal. Weil sonst habe ich Angst zu tanken. Ich will niemals in Goldklamm tanken. Niemals. Never ever. Never. So, aber es geht einmal kurz nach Ulda. Ich will mir den Gladi holen. Also, ich will die Klassenquest machen noch bis, ne? Mit einer Heiler Senior. Also, ich hoffe, dass ich Prüfox noch schaffe. Ich will es eigentlich bis Prüfox schaffen, aber ich glaube, das wird nichts. Aber egal, jetzt ist. Ich muss halt erstmal Gladiator werden. Mal gucken. Und gleich noch zur Krämerklinge. Mein großer Bruder ist ein Tank und ich als seine kleine Schwester. Nein! Nein! Alter, willst du mich leiden sehen? Willst du mich echt leiden sehen, Kitty? Willst du mich echt leiden sehen? Andersrum. Andersrum wahrscheinlich schon eher, ja. Aber eigentlich müsste die Schwester Heiler sein. Mal gucken. Wir diskutieren das noch aus. Vielleicht lasse ich mich ja überreden. Hey Daria, du kommst genau zur rechten Zeit. Wieder ist ein Mitglied unserer Gilde heimtückisch überfallen und verwundet worden. Das nur, weil dieses verdammte Kopfgeld auf Aldis ausgesetzt wurde. Wenn jemand Streit mit uns haben will, soll er ihn haben. Aber zuerst müssen wir dem Verletzten unsere Hilfe zukommen lassen. Der verletzte Gladiator hat in der Schenke zum Würfel und Becher Zuflucht gefunden. Bitte bring ihm zunächst diesen Sonderhalttrank, damit er wieder auf die Beine kommt. Die Zeit, um Rache für diese schändliche Tat zu nehmen, ist später noch genug. Du weißt, wie ich heile. Ich bin halt ein guter Allrounder. Ja, ich weiß. Ich weiß. Ich weiß auch, dass es mit dir als Heiler einfacher wäre. Ah, warte. Klingel. Krämerklingel. Bevor ich dahin gehe. Mal gucken. Jetzt spiele ich ihn ja erstmal auf 50. Mal gucken. Ich werd mal schauen. Vielleicht mache ich dir auch den Tank. Vielleicht mache ich auch Tank. Ich weiß noch nicht. Ich hab noch nicht. Huch. Huch. Kann schon. Wow, 31. Kann schon nicht mehr klicken. Geschriebene Notenrolle.
Wow, auch 31. Will mir die 31 auch was sagen? Das kommt damit hin, das kommt damit hin, das kommt damit hin. So, jetzt können wir zum Kohlenstoffbahnhof. Ich hoffe einfach mal, dass es jetzt recht schnell geht. Wurde in der Nähe des Kohlenstaubbahnhofs in der Rück überfallen. Für Fähne hat man mir ausgeschlagen. Man lief mir keine Pfanze, mich zu verteidigen. Oh Gott. Diva! Bundesgemeiner Furke! Okay. Was? Wo ist in meiner Nähe? Tue ich das? Ist dem so? Ah, ich fühle mich schon viel besser. Danke. Ich wurde bei herrlichem Tag überfallen. Irgendjemand musst du etwas gesehen haben. Warum hörst du dich nicht einmal um? Und schau dir auch den Tatort noch einmal genauer an. Mit Auto circa 2 bis 3 Stunden entfernt. Also von mir ist es knapp 1 Stunde entfernt, Hannover. Tatsächlich. Also wir wohnen ein bisschen außerhalb. Jetzt nicht mal was Kleines zum Nom-Nom holen. Mach das, Kitty. Was gibt's denn? Ich habe die scheußliche Tat genau mitbekommen. Zuerst habe ich einen verdächtigen Kerl gesehen. Eine auffällige, schrille, violette Robe hat er an. Schlich aber daher wie ein Meuchelmörder. Plötzlich stand er hinter dem Gladiator und ich konnte mich noch verstecken, bevor der Mörder mich entdeckte. Aber das Geräusch, als seine Klinge in den Gladiator drang, werde ich nicht vergessen. Ach ja. Mal gucken, welche Richtung. Wir haben mit Marso in Hannover getroffen. Das mit 6-2 Stunden waren. Na. Soll ich dir einen Tipp geben? Oder willst du es selbst herausfinden? jetzt wo du es sagst, ist mir da tatsächlich so ein Kerl aufgefallen, der ständig mit sich selber gesprochen hat. Ja, richtig. Von einem Plan hat er gesprochen. Ein Angriff auf einen Bazar. Wie konnte ich das nur vergessen? den Tipp oder wo ich wohne? Kann ja sein, dass du trotzdem noch weiter raten willst. Huch. Nee, es ist tatsächlich nicht der. Also nee. Ach so, okay.
Warte mal, wie weit ist das denn weg? Warte mal. Jetzt muss ich mal ganz kurz auf die Karte gucken. Demnächst lasse ich einfach Google Maps einfach mal offen. Und dann, ne? Da. Wie weit ist das denn? Dann wohne ich näher an dir ran. Dann wohne ich näher an dir ran.